Hi zusammen, ich bin's Anna. Herzlich willkommen zu einem Video. Heute geht's wieder um einen Too Good To Go Test. Wieder bei einer Tankstelle Backwaren. Bei der gleichen Tankstelle, ein paar Tage später quasi. Und ich bin ein bisschen enttäuscht. Letztes Mal sind geilere Sachen gewesen, weil es sind nur belegte Brötchen. Und ihr wisst, wie belegte Brötchen aussehen. Da ist eigentlich Salat und so drauf. Ich mag das nicht da drauf. Das habe ich jetzt erstmal alles schon runter gemacht. Erstmal hier so ein Laugenbrötchen. Das gönne ich mir jetzt auch gleich, das Laugenbrötchen. Und dann ein Körnerbrötchen mit irgendeinem Putenaufschnitt. Ist halt auch alles nicht mehr frisch, das ist von heute Morgen. Das kann man morgen noch essen, aber länger nicht. Also ich tue das auch im Kühlschrank, weil vier Brötchen kann ich mir jetzt nicht mehr geben. Hier auch nochmal mit so Mettwurst. Das gleiche Brötchen. Und noch so ein Roggenbrötchen. Auch mit Schinken oder Kassler ist es, glaube ich. Also ich bin diesmal ein bisschen enttäuscht, ich bin ehrlich. Aber für 4 Euro, 4 Brötchen, pro Brötchen 1 Euro, ist noch relativ okay. Aber letztes Mal war trotzdem besser. Ob ich da jetzt nochmal das gleiche nehme, weiß ich jetzt nicht. Aber man bekommt auf jeden Fall sein Abendessen und Frühstück, wenn man das so macht. 2 Brötchen morgens, 2 Brötchen abends quasi. Ja, wie gesagt, letztes Mal fand ich es geiler von den Sachen, die da drin waren. Aber man kann nicht immer Glück haben. Vielleicht teste ich das öfter mal in so einer Reihe, aber nur wenn halt Interesse besteht. Aber man rettet das Essen tatsächlich von Wegschmeißen. Das Einzige, was jetzt gleich entsorgt wird, ist der Salat, weil ich den halt einfach nicht gerne esse und ich den nicht runterbekommen würde heute. Weil ich mag das meiste an Salat einfach so nicht. Ich habe keine Soße da und kann das jetzt auch nicht irgendwie verarbeiten. Also wird der wegkommen, morgen ist der eh schon nicht mehr gut. Aber alles andere habe ich jetzt gerade vor der Tonne quasi gerettet und wird verdrückt. Ja, das war's jetzt auch. Das ist nur ein kurzes Video von Too Good To Go, Part 2 quasi von Tankstelle Backwaren. Vielleicht teste ich auch nochmal irgendwie sowas wie Abendessen oder so. Ja, euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Video auch, Anna. Mach's gut. Ciao.